übermenschliches Durchhaltevermögen. Sie waren die erste chinesische Spezialeinheit. Doch im 21. Jahrhundert beschreiten die Kriegermönche der Shaolin den Weg in eine neue Welt. Der Weg des Drachens. Xi Yanming, Kriegermönch der 34. Generation, ist der erste Shaolin, der sich aus China absetzte. Heute lebt er in New York City. In der Tradition der Krieger hat Yanming körperliche Extremleistungen gemeistert und eine Ausbildung durchlitten, die an Folter grenzt. Doch auch wenn er den Schmerz willkommen heißt, seine Botschaft lautet Frieden. Peace. Er hat Hip-Hop-Musiker, Schauspieler und Rapper als Schüler und lehrt den spirituellen Weg des Kriegers. Yanming sorgt mit einer fernöstlichen Tradition für eine Sensation im Westen. Hey Alter, alles klar, Mann? Liebe und Frieden. Er mischt mit Kung-Fu die Straßen New Yorks auf und brachte Shaolin in den Westen mit einem Riesensatz. New York City. Schnelles Leben, große Geschäfte, harte Bandagen. In dieser Stadt schafft man es oder man geht unter. Die Aufsteiger von heute sind die Verlierer von morgen. Ein Mann hat hier den Weg der Erleuchtung gefunden. Sein Name ist Shifu Shi Yanming. Shifu Shi Yanming ist ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Er ist ein Lehrmeister, ein Quatschkopf. Ein Kind, ein Weiser. Er ist vieles auf einmal. Man nennt mich den hübschen Mönch, den attraktiven Mönch, den betrunkenen Mönch und so weiter. Sie können mich nennen, wie Sie wollen. Ich habe ihn schon Ziegelsteine und andere Sachen zertrümmern sehen. Aber ich glaube erst an seine Zauberkraft, wenn er eine Nuss mit dem Kopf knackt. Die Geschichte von Yanming ist eine besondere Version des amerikanischen Traumes. Als Kind armer Eltern auf dem Land geboren, kam Yanming mit 5 Jahren in den Tempel der Shaolin. Er legte ein Mönchsgelübde ab und wurde ein begnadeter Kampfkünstler und einer der berühmtesten Kriegermönche der Neuzeit. 1992 setzte er sich als erster Kriegermönch aus China ab und sorgte in New York für eine Shaolin-Sensation. Er eröffnete einen Tempel in einem Loft in Downtown Manhattan, wo er seitdem New Yorker im Buddhismus und der Shaolin-Kampfkunst unterrichtet. Er bringt seinen Kung-Fu-Schülern akrobatische Tritte und Techniken für den Kampf mit leeren Händen bei. Mehr Ski! Was? Ich kann euch nicht hören. Mehr Ski! Ich bringe meinen Schülern bei, jeden Tag zu feiern, als wäre es Weihnachten. Jeder Tag ist Neujahr. Und das Leben ist wunderschön. Ein Shaolin-Mönch in Manhattan zieht eine Menge Adepten an. Er steht auf Du und Du mit der Elite Hollywoods und mit den größten Talenten im Musikbusiness. Viele Prominente nennen ihn Shifu, um zu zeigen, dass er ihr Meister ist. Yanming zählt zum festen Inventar der Hip-Hop-Szene. Manche nennen ihn sogar den Hip-Hop-Mönch. Die vielen Prominenten im USA Shaolin-Tempel bekommen keine Sonderbehandlung. Ich habe noch nie so ein hartes Training erlebt wie das mit Shifu. Ich habe geboxt, ich habe etwas Kickboxen gelernt und ich trainierte mit Gewichten, seit ich 14 war. Aber all das zusammen war nichts im Vergleich zu meiner ersten Stunde Shaolin-Training. Selbst wenn ich es den ganzen Tag machen würde. Mehr Chi! Mehr Power! Fröhliche Weihnachten! Frohes neues Jahr! Ich habe bei Yanming angefangen, als ich den Film King of the Jungle drehte. Rosie Perez erzählte mir von ihrem Kung-Fu-Unterricht bei diesem Meister aus dem Shaolin-Tempel. Das hatte etwas Wunderschönes, Zen-mäßiges, das mich mitriss. Gleichzeitig war es körperlich und anspruchsvoll. Deshalb fing ich hier an. Ich fragte Shifu, wie fange ich mit dem Training an? Er sagte, kein Problem. Ich zeige dir eine Haltung und die nimmst du zu Hause jeden Tag 4 Stunden lang ein. Einen Monat lang. Dann kommst du wieder und ich zeige dir die nächste.
Ich habe großen Respekt vor seinen Anhängern und Schülern. Sie trainieren extrem viel und sind mit Leib und Seele dabei. Wenn du in den Tempel kommst, spielt es keine Rolle, ob du ein Gangster bist oder ein Bulle oder an der Wall Street arbeitest. Sifu ist ein kraftspendender Geist und frei von Vorurteilen. Kampfkunst hat mit Anmut und Disziplin zu tun. Es geht nicht einfach darum, den anderen zu vermöbeln. Ich war schwer beeindruckt, als ich Yang Ming kämpfen sah und dachte, wow, das ist der Meister. Er ist extrem kraftvoll und präzise. Er wirkt wie ein Panther, wie eine große Katze, weil er etwas Schleichendes hat und so präzise ist, jederzeit zum Sprung bereit. Und dabei ist sein Körper gar nicht angespannt, er ist einfach immer bereit. In seiner Heimat wurde Yan Ming als Held gefeiert. Als er die Shaolin-Meisterschaft dreimal in Folge gewonnen hatte, erklärte die chinesische Regierung das Wunderkind zum Kulturschatz. Weil er so gut aussah und sein Kung-Fu so scharf war, durfte er mit dem ersten Showteam der Shaolin nach Amerika reisen. Yan Ming war einer der ersten Kriegermönche, die die USA bereisten. 1992 verließ ich China, um in den USA aufzutreten. Ich hielt diese Reise für einen Wink des Schicksals. Und Yan Ming war bereit, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. In San Francisco traf er am letzten Tag der Tour eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändert hat. Nach dem letzten Auftritt ging ich ins Hotel, packte eine Zeitung, ein paar Fotos und die Kopie meines Passes ein. Danach spazierte ich auf die Straße. Es war ganz einfach. Ich nahm mir ein Taxi und weil ich kein Englisch sprach, machte ich dem Fahrer mit Zeichensprache klar, wohin ich wollte. Was mache ich mit Ihnen? Sprechen Sie kein Englisch? Chinatown? Der Taxifahrer hielt an. Verzeihung, kann ich Ihnen helfen? Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. Hören Sie, sprechen Sie ein bisschen Englisch? Der Polizist sah sich meine Papiere, die Bilder und die Zeitungen an. Seien Sie so gut und fahren Sie nach Chinatown. Ich gebe ihm seine Tasche zurück. Er hat Geld und die Papiere sind in Ordnung. Danke, Sir. Ich glaube, er sagte dem Taxifahrer, dass er mich nach Chinatown fahren soll, wo ich Chinesen treffen könnte. Der Taxifahrer brachte Yan Ming zu einem Restaurant in Chinatown, aber dort gab es neue Probleme. Hallo. Sie sprachen Kantonesisch und ich sprach Mandarin. Wir verstanden einander nicht. Wir sprechen verschiedenes Chinesisch, aber die Schriftzeichen sind dieselben. Ich schrieb, ich möchte Ihr Telefon benutzen und einen Freund in New York anrufen. Sie sagten, okay, kein Problem. Yan Mings Freund besorgte ein Kellerversteck für ihn, bis alles für die Reise nach New York organisiert war. Es war gefährlich. Einige der Mönche waren wütend, weil ich mich abgesetzt hatte. Nach meiner Ankunft in New York machten mich die chinesischen Behörden ausfindig. Wenn ich zurückgemusst hätte, hätte ich Schwierigkeiten bekommen. Die USA gewährten Yan Ming politisches Asyl, er musste nicht nach China zurück. Doch viele Chinesen waren wütend über den Verlust ihres Shaolin-Superstars. Manche dachten laut darüber nach, ob man mich einfach umbringen sollte. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass er mit unkonventionellem Verhalten Drohungen provozierte. Während Yan Ming in den USA langsam berühmt wurde, gab es um ihn Kontroversen. Viele sahen in ihm den rebellischen Mönch. Er war aus China geflohen, um im Westen Kampfkunst und Philosophie zu lehren. Ich vermisse China schon. Aber genauso liebe ich Amerika. Ich will die Tradition der Shaolin ins 21. Jahrhundert überführen. Manche meiner Brüder freuten sich auch für mich und sagten, die Entscheidung war goldrichtig, bleib wo du bist.
Heute zahlt ihr $1, morgen zahlt ihr 5. Es wird gleich regnen. Schnell, schnell, schnell. Heute ist er der berühmteste Mönch New Yorks. Doch vor 10 Jahren waren seine Lehren nicht überall willkommen. Viele amerikanische Chinesen wollten, dass die Geheimnisse der Shaolin in China bleiben. Einmal machte ich die Tür zum Tempel auf und plötzlich waren jede Menge Leute hinter mir. Blitzschnell. Ich hatte sie nicht gesehen. Es waren dann die 30 Leute. Sie sagten, geh zurück nach China und hör auf, Amerikaner zu unterrichten. Sie wollten mit mir kämpfen. Ich sagte, okay, wer ist der Erste? Ich hau euch um, bevor ihr reagieren könnt. Ich machte ihnen klar, dass ich mich entschieden hatte, hier zu bleiben und dass ich mir nichts vorschreiben lasse. Ich treffe meine Entscheidungen alleine. Ich entscheide über mein Schicksal. New York City, ey? Peace. Hip-Hop ist die Sprache der Straße. Von Brooklyn bis Queens, von Staten Island bis in die Bronx. Im Hip-Hop spiegelt sich das moderne Großstadtleben wieder. Eigentlich undenkbar, dass ausgerechnet hier eine Philosophie aus Fernost so einschlägt. Doch Hip-Hop-Musiker wie der Wu-Tang-Clan sind fasziniert von den Shaolin. Die berüchtigten East Coast-Rapper haben deren Mythologie unter die Leute gebracht. Yo, Wu-Tang, Shaolin, Sifu Xiangming, The Wu-Tang-Clan. National Geographic. Ich grüße alle Mütter meiner Babys. Nein, nein, es war nur Spaß. Peace. Mir hatten Freunde von ihm erzählt und ich wollte ihn unbedingt kennenlernen. Wenn ich mich recht erinnere, machte ich mich sofort auf die Suche, als ich hörte, dass ein Shaolin-Mönch aus China geflohen war, um in den USA einen Tempel zu gründen. Ich lernte ihn dann bei der Album-Release-Party von Jeezer kennen und es hat gleich gefunkt. Wir sind Brüder. Wir sind auf demselben Weg und sehr gute Freunde. Er ist der erste Mensch, den ich Sifu nenne. Und Sifu bedeutet Meister. In den Songs des Wu-Tang-Clan geht es oft um die Philosophie der Kampfkunst. Hört sie euch mal an, dann werdet ihr schon sehen. Omitofo, die Shaolin, Wu-Tang. Ich finde es gut, was sie machen. Ein seltsames Paar? Vielleicht. Aber Rap und Hip-Hop haben dem Shaolin zu einer neuen Stimme und neuem Publikum verholfen. The Reza, The Jeezer, The Master Killer. Check out. Alles klar? Peace und Liebe. Er ist wie ein Lehrer für uns. Er kommt vorbei, wir stellen ihm Fragen und er ist für uns wie ein Berater. Eine Führungsfigur, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen oder wie man eine Sache angehen soll. Er ist voll positiver Energie und hat gute Antworten für uns. Ich würde sagen, er ist ein geistlicher Berater. Bei den Filmen, die wir uns ansahen, ging es immer um Shaolin. Auch wenn wir Kung-Fu-Filme in der 42. Straße ansahen, war Shaolin das Ding. Das hat uns ständig begleitet. Kampfkunstfilme wurden oft in Ghetto-Kinos gezeigt. Deshalb fanden sie früher Eingang in die Kultur der schwarzen Amerikaner als in die weiße Kultur. Wie bei so vielen Dingen, vor allem der Musik, ist die schwarze Kultur der Zeit voraus. Und der Mainstream zieht irgendwann nach. Das ist eine der Verbindungen zum Hip-Hop. Es gab auch Kung-Fu-Filme wie Shaolin gegen Wu-Tang. Da heißt es dann, ihr habt das Geheimnis der Wu-Tang-Schwertkunst gestohlen. Wir holen es zurück. Es war einfach das Beste. Wir waren harte Kids und haben uns gerne geprügelt. Alles, was mit Kämpfen zu tun hatte, war interessant. Aber Shaolin-Kung-Fu, das haben wir uns aus dem Fernsehen abgeschaut. Ich habe dadurch gelernt, mit Ehre, Loyalität, Liebe und Rache umzugehen. Wu-Tang ist Schwertstil des Reims und es ist ein Schwertstil in Kung-Fu. Wir betrachten uns als Schwertkämpfer des Worts. Unsere Lyrik muss schneiden. Die Zunge ist wie ein Schwert. Wenn sie in Bewegung ist, sorgt sie für Wirbel, genauso wie ein Schwert. Als Teenager zogen wir oft durch die Nachbarschaft, durch die Stadtviertel und von Stadt zu Stadt und forderten die MCs aus anderen Hoods heraus. Wir stellten ihre Schwertkunst, ihre Wortkunst auf die Probe. Das sieht man auch in vielen Kung-Fu-Filmen. Sie fordern sich heraus.
Es ist genau wie im Hip-Hop. MCs und Samurais haben vieles gemeinsam. Man geht auf jemanden zu und fordert ihn zum Kampf. Man tötet ihn praktisch mit dem Mund. Wie in der Kampfkunst gibt es auch bei uns einen Kodex. Deshalb war der Hip-Hop so empfänglich dafür und konnte sie integrieren. Von allen Elementen der Hip-Hop-Kultur bringt das Breakdancing oder B-Boying die Kampfkunst am besten zum Ausdruck. Shaolin ist in der Hip-Hop-Szene so glaubwürdig, weil die Breakdancer anfingen, die Moves aus den alten Filmen zu imitieren. Auch viele Namen stammen aus diesen Filmen. Es gibt den Großmeister des Kung-Fu, man sagt, er ist der Grandmaster. Und Grandmaster Flash hat sich danach benannt. Der Hip-Hop liebt die Sprache und die Action des Kung-Fu. Er hat viel davon in sich aufgesogen und in den Tanz integriert. I got too much pride as a man to let some slide. Start plotting on you when I realize you a lie. Put you under a little pressure, then the truth is told. Come to find out you're not involved like you said you was. I'ma be a man about mine, be a man about yours. And I'ma stand on the front line, I'm ready for war. Cause I'm a soldier, I thought I told you, boy. I'm a soldier, I thought I told you, boy. Be a man about mine, be a man about yours. And I'ma stand on the front line, I'm ready for war. Cause I'm a soldier, I thought I told you, boy. I'm a soldier. Ein sonniger Nachmittag im Washington Square Park. Yan Ming genießt die Straßenkultur New Yorks. Zwischen dem Leben hier und dem Kloster in China liegen Welten. Seit er das 1500 Jahre alte Kloster verlassen hat, haben sich bei Yan Ming ein paar Kleinigkeiten geändert. In Amerika lebt er ein Leben des 21. Jahrhunderts. Mit seiner Partnerin Sophia hat er zwei Kinder. Ich lernte Sifu im Februar 1995 kennen. Da war ich gerade 30 geworden. Meine Freundin Maria und ich sahen uns gerne Kung-Fu-Filme an. Wir kannten die Filme mit Jackie Chan und mit Jet Li und hatten einen sehr weltlichen amerikanischen Zugang zu Kung-Fu. Man sieht einen Film und denkt, wow, unglaublich, das will ich auch können. Und so machten wir uns auf die Suche nach einer Schule. Dann hörten wir unabhängig voneinander von diesem Shaolin-Mönch, der Unterricht gibt. Das war ungefähr so, als würde Pavarotti in die Nachbarschaft ziehen und Gesangsunterricht geben. Wir wollten ihn unbedingt kennenlernen. Ich rief den Tai Chi-Verband von New York an und so fanden wir ihn schließlich. Ich sah ihn mir an. Er sprach kein Englisch und ich konnte kein Chinesisch. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, sagte ich meinen Eltern, ich habe heute meinen zukünftigen Ehemann kennengelernt. Ich war mir einer Sache noch nie so sicher. Und er dachte, ich wäre ein Junge. Aber das passiert mir ständig. Dabei hatte ich sogar noch längere Haare. Ich wusste überhaupt nicht, ob er eine Beziehung führen durfte. Ich nahm an, er würde im Zölibat leben. Untypischerweise hat Yan Ming kein Gelübde der Enthaltsamkeit abgelegt. Er trat dem Tempel in der Zeit der Kulturrevolution bei, als die strengen Klosterregeln gelockert wurden und man den Mönchen nahelegte, zu heiraten und am Gesellschaftsleben teilzuhaben. Sifu gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Nicht nur im körperlichen Sinn, weil ich auf der Straße weiß, dass er jemanden mit dem Finger töten kann. Das meine ich nicht. Er gibt mir emotionale und spirituelle Sicherheit. Mehr Qi, mehr Power. Yan Mings Sohn Yin Long beginnt gerade mit dem Kung-Fu-Training. Er ist jetzt 5 Jahre alt. In diesem Alter trat sein Vater die Ausbildung zum Kriegermönch an. Als ich 5 Jahre alt war, brachten mich meine Eltern in den Shaolin-Tempel. Denn als ich 3 Jahre alt war, wäre ich fast gestorben. Ich war sehr krank und der Arzt hatte keine Erklärung dafür. Meine Eltern wollten schon meinen Leichnam bestatten, als glücklicherweise ein anderer Arzt kam und sah, dass sie weinten. Er fragte, warum weint ihr? Und sie sagten, unser Kind ist tot. Der Arzt beherrschte Akupunktur und sagte, lass mich mal sehen. Vielleicht kann ich euch helfen. Meine Eltern waren Buddhisten und glaubten, dass Buddha mir das Leben retten konnte. Yan Mings Puls war kaum noch vorhanden, doch es gelang dem Arzt, ihn mit Akupunktur wiederzubeleben. Seine Eltern waren so dankbar, dass sie beschlossen, Yan Ming dem Shaolin-Tempel anzuvertrauen, damit er sein Leben Buddha widmete. Seit 1500 Jahren werden die Schüler des Tempels als Mönche und als Krieger ausgebildet. Wegen ihrer außergewöhnlichen Kung-Fu-Künste schrieb man den Shaolin-Mönchen übernatürliche Fähigkeiten zu. Mit extremen Methoden wird der Körper zu einer tödlichen Maschine getrimmt, die schlimmste Schmerzen austeilen und erdulden kann. So entwickeln die Mönche übermenschliche Kräfte. Man nennt es die Schule des eisernen Körpers.
Man trainiert jeden kleinsten Teil des Körpers. Man muss viel trainieren und so stark wie nur möglich werden. Ich habe sehr früh damit angefangen, meinen Nacken, meinen Kopf und meinen Körper eisern zu trainieren. Man hängt sich selbst an einem Gürtel auf und zieht die Beine an. Ich konnte mich mühelos 10 Minuten so halten. Manche hielten das nur ein paar Sekunden durch, bevor sie abrutschten oder sich die Luft abschnürten. Wenn der Wille da ist, werden schwierige Dinge leicht. Fehlt der Wille, werden auch einfache Dinge schwierig. Um eine eiserne Faust zu entwickeln, muss man auf eine Wand oder einen Baum einschlagen. Wenn man sagt, ich will nicht trainieren, sagt der Meister, okay, zeig mir, warum nicht. Du zeigst auf die Beine, die zittern und irgendwann taub werden. Aber die Meister, die Sifu, schlagen und treten lieber, als dass sie reden. Sie wollen die Tat und nicht das Wort. Wenn sie sagen, halte die Arme oben, und man die Arme sinken lässt, setzt es gleich was. Und man versteht, was sie wollen. Im Kung-Fu geht es um Körper und Geist zusammen. Was nützt schon ein starker Körper mit einem dummen Kopf? Was nützt ein guter Geist in einem schwachen Körper? Das war einer der Gründe, weshalb Dharma die Mönche mit der Kampfkunst vertraut machte. Davor schliefen sie beim Meditieren ein, weil sie nicht genügend Energie hatten. Deshalb mussten sie körperlich meditieren. Der Körper sollte stark werden, damit sie sich auf die geistige Entwicklung konzentrieren konnten. Yan Ming zählt zu einer Elite, die extreme körperliche Übungen, sogenanntes hartes Qi-Kung, praktizieren kann. Er hat seine Schmerztoleranz geschult, um selbst die brutalsten Schläge wegzustecken. Wenn ich hartes Qigong mache, denke ich mir, tu es einfach. Kein Problem. Hartes Qigong fühlt sich für mich ganz normal an. Den Schmerz spüre ich überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil ich schon seit über 30 Jahren trainiere und weiß, wie ich mich mit meinem Qi schützen kann. Qi bedeutet Lebenskraft, es steckt in allem. Man muss aber lernen, es zu erzeugen, zu nutzen und zu bewahren. Wenn man es versteht, sein Qi zur richtigen Zeit zu nutzen, kann man wunderbare Sachen machen. Schmerz zum Beispiel. Genieße den Schmerz. Denk daran, dass Schmerz ein Teil des Lebens ist. Immer noch ein hübscher Mönch. Du musst den Schmerz nehmen, zerkauen, schlucken und genießen. Die östliche Philosophie liebt Widersprüche. Man kann die Schönheit des Universums nicht genießen, wenn man nicht auch seine Grausamkeit respektiert. Man muss akzeptieren, dass es kein Glück ohne Kummer, Schmerz und Leiden gibt. Man muss beides bejahen. Das ist Sifus Richtung. So lebt er. Er strahlt das aus. Hartes Qigong ist der Knaller. Damit kann man die Mädels auf Partys beeindrucken. Xi Yan Ming kam mit der ersten Tournee der Shaolin-Mönche in die USA. Sein rebellischer Charakter drängte ihn zur Unabhängigkeit. Er kämpfte sich frei und floh aus China. Omitofo, Shaolin-Tempel? Yan Ming ist ein gelernter Kriegermönch, doch seine spirituelle Lehre machte ihn für viele zum Guru. Das ist toll. Ich genieße es, mit ihm über alle möglichen geistigen, philosophischen Fragen zu reden. Er trägt seine Realität tief in sich, das erdet ihn. Deshalb fühlen wir uns so zu ihm hingezogen. Seine Aura ist so stark, dass sie auch noch 4000 Kilometer weiter in Los Angeles auf mich wirkt. Das Leben ist schön. Jeder Mensch hat ein schönes Leben. Jeder Mensch drückt es auf andere Weise aus. Das ist sehr wichtig. Die Menschen müssen sich selbst verstehen. Buddha sagte, jeder Mensch geht in seinem Leben durch 1 Million verschiedene Türen. Merci. Frohe Weihnachten. Er erstaunt mich immer wieder. Manchmal fühle ich mich schon erleuchtet, wenn ich nur neben ihm stehe.
Wie andere Mönche der Shaolin praktiziert Yan Ming den Chan-Buddhismus, eine Philosophie, die besagt, dass man durch Selbstversenkung und intuitives Denken zur Erleuchtung gelangt. Mönch bedeutet auf Chinesisch Herqi. Herqi bedeutet, dass man mit jedem Menschen eine gute Verbindung eingeht. Chan bedeutet intelligent. Hechan steht also für Glück, eine gute Verbindung mit der Welt und für Intelligenz. Die Herausforderung an einen modernen Mönch besteht darin, zu leben wie ein spiritueller Krieger und doch in der Realität verwurzelt zu sein. Man kann nicht in der Luft leben, sondern man muss einen Fuß auf die Erde setzen. Sich selbst treu sein. Shaolin-Frühstück. Köstlich? Und macht stark. Sein Sohn Yin Long und seine Tochter Mai Mai wachsen nach Shaolin-Art auf. Sifu und ich teilen die Aufgaben gerecht zwischen uns auf. Aber egal, was ein Vater sagt, die Mutter kann man nicht ersetzen. Es gibt nur eine Mutter. Er macht den Kindern Frühstück und ist ein sehr engagierter Vater, was mir sehr wichtig ist. Vom Tag ihrer Geburt an sind sie so gut wie jeden Tag im Tempel. Jin Long hat das Training körperlich und geistig schon so verinnerlicht, dass es zu seinem Wesen dazugehört. Wenn er nicht trainiert, fehlt ihm etwas. Das ist schon phänomenal, wenn man sein Alter bedenkt. Er hat ein Jahr früher als sein Vater damit angefangen. Ich will so werden wie mein Papa. Fröhliche Weihnachten. Hohes neues Jahr. Mehr Chi. Mehr Power. Mehr Chi. Mehr Power. Mai Mai sieht vorläufig nur zu. Sie will noch nicht damit anfangen. Aber das kommt noch. Sie wird eine Kämpferin. Das steht fest. Sehr gut. Ganz toll. Mach Spagat. Spreizen. Spreizen. Spagat. Spagat. Sehr schön, Schatz. Wenn ich groß bin, werde ich Kung-Fu-Meisterin. Ready? Go! Und offenbar wollen noch mehr Eltern in Manhattan ihre Kinder auf diese Weise fördern. Ihr müsst euch selber antreiben. Kapiert das? Selbstdisziplin. Fröhliche Weihnachten? Frohes neues Jahr. Super, fantastisch. Ich bin in der Schule viel disziplinierter und bekomme viel mehr Arbeiten hin, ohne dass ich tagträume. Ich bin auch insgesamt aktiver und fühle mich mental und körperlich viel besser. Jet Li ist echt gut, aber Shifu ist viel besser. Aber man kann das auch nicht vergleichen, weil Shifu ein echter Shaolin-Mönch ist und im Tempel das echte Kampftraining gemacht hat und hart gearbeitet hat. Schön. Disziplin ist im Leben sehr wichtig. Das müsst ihr verstehen. Das dürft ihr nie vergessen. Ja, Sifu. Nicht vergessen. Amitofo. 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 Merci. Mehr Power. Fröhliche Weihnachten. Frohes neues Jahr. Gut gemacht, Kinder. Hallo, New York. Disziplin ist das eine, aber Yan Ming ist auch fest entschlossen, das Leben zu genießen. Und in einer Stadt wie New York und mit Freunden wie Booking Woodbine ist Samstagnacht Party angesagt. Es war genau hier oder in einer Straße, die so ähnlich aussah. Da war ich mit Sifu und meiner Ex-Freundin unterwegs. Sie ging mir auf die Nerven und ich verlor die Beherrschung. Damals war ich noch nicht so der mitfühlende, verfeinerte Mensch, den ihr heute vor euch seht. Aber Sifu blieb cool und sagte, los, komm, Bo. Zu Hause trainierten wir mit Spezialwasser und er sagte, ich will nicht, dass du auf der Straße Schläge austeilst. Und seitdem habe ich das nicht mehr gemacht. Super. Baby, ich liebe dich. Ich liebe diese Stadt. Ich liebe euch alle. Wenn du mir zu meiner Krawallzeit in der Highschool gesagt hättest, dass ich später einmal einen Shaolin-Mönch zum Freund haben würde, hätte ich nur gelacht, dir den Rauch ins Gesicht geblasen und gesagt, vergiss es, Mann. Das Gleiche könnte man über Yan Ming sagen, der einen Lebensstil genießt, den kaum ein Mönch je pflegen wird. Tolle Party. Der Verhaltenskodex der Shaolin-Mönche war schon immer weniger strikt als der Kodex anderer buddhistischer Mönche. Dennoch machen die Leute große Augen, wenn sie sehen, dass ein Mönch Bier trinkt oder Spezialwasser, wie Yan Ming es nennt. Spezialwasser für ein spezielles Leben. Mehr Power. Aber es ist ja auch paradox, dass er als Krieger und als Mann des Glaubens ausgebildet wurde.
Yan Ming vereint solche Widersprüche durch seine liberale Grundhaltung. Außerhalb der USA sorgen sie dagegen für Zwist. Sein Heimatland befindet sich im Umbruch. Nach Jahrzehnten der kommunistischen Unterdrückung lebt der Tempel der Shaolin wieder auf. Ein neuer Abt hat strengere Regeln erlassen. Während sich die Mönche auf ihre Traditionen besinnen, weigert sich der Shaolin-Rebell Yan Ming, dem Konformitätsdruck nachzugeben. Ich verstehe mich selbst. Ich begegne jedem Menschen mit offenem Geist und offenem Herzen und bin ich selbst. Deshalb will ich nichts hassen. Ich tue, was ich tun will und bin, was ich sein will. Das ist der Unterschied zu den anderen Shaolin-Mönchen. Yan Ming wurde nie exkommuniziert, aber der Tempelordnung folgt er trotzdem nicht mehr. Er geht seinen eigenen Weg. Manchmal vermisse ich den Tempel der Shaolin. Ich bin dort aufgewachsen, er ist meine Heimat. Aber ich habe erkannt, dass mir alles gehört und dass ich überall hingehöre. China gab ihm ein Vermächtnis. Amerika gab ihm die Unabhängigkeit. Die Herausforderung besteht darin, in beiden Welten akzeptiert zu werden. Sifu ist in Amerika ein ganz besonderer Mensch und ich denke, Amerika und China sollten ihm dankbar sein und ihn willkommen heißen. Denn das, was er macht, tut er für die Menschen, nicht für sich selbst. Er ist cool und immer gerade heraus. Er könnte sich auch zurücklehnen und sich ein ruhiges Leben machen und auf die anderen pfeifen, aber er ist hier unter den Menschen für die Menschen. Das ist wichtig. Danke. Ich meine, Amitofu. Doch seine Offenheit stößt auch in Amerika auf Kritik. Angenommen, es kommt jemand an, der früher Gangster war oder bei der Mafia und er weiß, dass der so ein Leben geführt hat. Soll er dem in die Augen sehen und sagen, du hast es nicht verdient, ein besseres Leben zu führen? Wer hat das Recht zu so einem moralischen Urteil? Denen wäre es am liebsten, wenn er so ein heiliger Unberührbarer wäre, der auf seiner Lotusblüte durch die Gegend schwebt und nie einen Fuß auf die Erde setzt oder sich die Hände schmutzig macht. Aber er hängt mit diesen Typen bis 4 Uhr morgens im Studio herum. Die machen da ihr Ding. Er müsste da nicht mitmachen. Aber es macht ihm Spaß. Die Leute, die ihn kritisieren, reden einen Haufen Scheiße. Die denken einfach zu traditionell. Die Kritik der Leute kümmert mich nicht. Ich bringe meinen Schülern bei, nur über sich selbst zu urteilen. Hörst du dich? Hörst du mich? Ja. Hörst du mich jetzt? Okay, okay. Mach deine Stimme startklar. Sag jetzt das Herz zu drauf. Okay, no problem, anytime. Amitofo. Boro Boro Amitofo Shinjin. Guan Zi Zai Pusa. Shida Shinjo. Shida Mingjo. Shu Shangjo. Shu Shangjo. Für einen wie mich, der in den Ghettos von New York und den Sozialprojekten von Staten Island aufgewachsen ist und nicht mal genug Geld für den Schulbus hatte, ist es wie ein Traum, dass ich mit dem Abt rede und er mich als Bruder anerkennt. Boro Boro Amitofo. Shida Shinjo. Heute ist ein besonderer Tag für den Tempel am Broadway. Eine Gruppe von New Yorkern wird ein Gelöbnis als Schüler des Shifu Shi Yan Ming ablegen. Unsere Familie wird jedes Jahr größer und stärker. Ich lebe seit 10 Jahren in New York. Ich bin Computerwissenschaftlerin. Als Soldatenkind bin ich um die ganze Welt gekommen und hiervon habe ich schon immer geträumt. Ich bin Banker bei einem großen Fortune 500 Unternehmen und seit mehr als 2,5 Jahren bin ich Schüler von Sifu Shi Yan Ming. My name is Abdul. Ich heiße Abdul. Ich wohne in Harlem und bin Muslim. Bei ihm geht es nicht darum, welcher Religion man angehört, sondern darum, dass man das Gute von Gott übernimmt. Ich erkläre es euch. Von diesem Moment an folgt ihr Buddha. Wir sind Buddhisten. Wir können auch in die Kirche gehen, um zu beten.
sperrt euren Geist nicht ein. Buddha ist ausgezeichnet. Gott ist fantastisch. Jesus Christus ist großartig. Wir respektieren sie alle. Ohne Unterschied. Werft alle eure Sünden über Bord. Spült sie die Toilette runter. Kein Problem. Friede, Liebe, macht's gut. Vernichtet sie. Sie werden nicht wiederkommen. Diese New Yorker legen nicht nur ein Gelöbnis ab, sondern nehmen auch chinesische Schülernamen an, um ihren Bund mit dem Meister auszudrücken. Dein Name ist Hang Li. Hang Li. Hang Li. Amitofo Sifu. Dein Name ist Hang Shi. Shi. Glück. Amitofo. Amitofo. Dein Name ist Hang Guang. Guan wie das Licht. Licht. Ein strahlendes Licht. Amitofo. Ein herzliches Willkommen an die neuen Schüler. Dann folgt die Reinigungszeremonie. Amitofo, wer fängt an? Wer fängt an? Amitofo. Diese Zeremonie ist ein wichtiges historisches Element und hat große symbolische Bedeutung. Man wird neu geboren und fängt von vorne an. Und für eine Frau ist es ein gewaltiger Schritt, sich die Haare rasieren zu lassen. Mehr Chi! Das Wichtigste im Leben ist für mich, dass ich weiterhin Menschen unterrichte und ihnen helfe. Fantastisch. Amitofo. Fantastisch. Ich will den Menschen begreiflich machen, dass jeder Mensch ein schönes Leben hat. Sie sollen absolut ehrlich zu sich sein, sich entfalten und sich selbst und anderen und der ganzen Welt helfen. Das ist sauber. Total sauber. Zur Feier des Tages wird schließlich eine Torte angeschnitten. Und wie bei allem, was Yang Ming macht, fehlt auch hier nicht der nötige Pomp. Seid ihr bereit? Super. Mehr Chi. Wunderbar. Super. Mehr Chi. Nach mehr als 10 Jahren ist die Erinnerung an China noch immer lebendig. Und aus ihr wächst ein neuer Traum. Ich träume davon, den größten Tempel der Shaolin zu bauen. Und zwar in Upstate New York. Natur ist Schönheit. Schönheit ist Natur. Der neue Tempel wird in die Natur gebaut. Er wird eine Kombination aus traditionellem und modernem Baustil. Ich will beides vereinen. Der Pfad der Gerechten hat Yang Ming dazu geführt, einen neuen Weg zu bereiten. Er brachte Shaolin nach Amerika und gab einer der jüngsten Nationen die Chance, von einer der ältesten Kulturen der Welt zu lernen. Tu nur Gutes, nie Schlechtes. Hilf dir selbst, hilf anderen, hilf der Welt. Respektiere dich selbst und du wirst respektiert werden. Verstehe dich selbst und du wirst verstanden werden. Ja. Ja. Ich bin der attraktivste Mönch der Welt. Verstehst du? Verstehst du, Alter? Total gut aussehend. Mantis-Style. Vielen Dank für das schöne Leben.